Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir hier bei The Fine jetzt unseren Namen, beziehungsweise eher gesagt unsere Embark-ID, mit der uns beispielsweise auch andere Leute adden können, ganz einfach ändern können. Ich würde sagen, wir reden gar nicht mehr lange drum herum, sondern fangen direkt mit dem Video an. Und zwar gehen wir dafür erst einmal auf diese Website hier. Ich lasse euch den Link dazu aber natürlich auch nochmal ganz oben in der Videobeschreibung. Hier müssen wir uns dann einmal in unseren Embark Games Account einloggen. Das sind nämlich die Entwickler von The Fine. Ich denke, da sollte eigentlich jeder von euch schon einen Account haben. Denn ansonsten können wir eigentlich auch gar kein The Fine spielen. Und wenn wir dann hier einmal bei unserem Profil sind, dann sehen wir hier schon unseren Anzeigenamen und den können wir dann hier auch ganz einfach bearbeiten. Wir können den alle 10 Minuten ändern, das finde ich relativ cool. Teilweise bei anderen Spielen kann man den ja nur einmal im Monat oder so ändern. Und dann können wir hier eben beispielsweise einfach einen anderen Namen eingeben. Ich will jetzt aber diesen Namen hier behalten. Ihr klickt dann hier unten einfach auf Speichern. Das Ganze müsst ihr dann noch einmal bestätigen und dann im Anschluss müsst ihr eben The Fine jetzt nochmal komplett schließen und dann wieder neu starten, damit dieser Name sozusagen aktualisiert wird. Ich will aber noch kurz dazu gesagt haben, das bezieht sich leider nicht auf diesen Namen hier, sondern tatsächlich nur auf den Anmeldenamen, den wir beispielsweise hier oben sehen können. Also wie gesagt, diese Embark-ID hier oben mit der Zahl dahinter, wenn wir den Namen ändern wollen, den wir auch sonst hier noch eingeblendet sehen, dann müssen wir eben entweder unseren Steam-Namen, PlayStation-Namen oder Xbox-Namen selber ändern, denn das wird tatsächlich direkt dann, wie gesagt, entweder eben von Steam, PlayStation oder Xbox sozusagen importiert und das hat nichts mit The Fine jetzt selber zu tun. Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen kompliziert. Wenn ich euch mit diesem Video aber etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr über einen Like freuen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir die gerne einfach in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.